Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo Beta. Dies ist Teil 20. Ja, das Krokodilgehege habe ich weitgehend fertig gekriegt. Ich finde es sehr schön. Also, wo ist denn unser Krokodil? Da. Sonstig lässt sich's wohl ergehen. Hier 100% zufrieden mit allem. Ja, ich meine, so ein tolles Gehege. Was habe ich hier alles gemacht? Also was noch fehlt, ist ein Wasserfall. Ich dachte mir, vielleicht wollt ihr gerne zugucken, wie ich den baue. Von dem Rest des Gehegebaus habe ich Aufnahmen gemacht. Wenn ich es zeitlich schaffe, mache ich da auch noch ein Speedbuild-Video zu. Jo, und zwar habe ich die gesamte Mauer hier verkleidet mit Terrain und zum Teil Felsen. Und dann sieht das irgendwie natürlicher aus. Und dann habe ich aus Terrain und ein paar Felsen auch hier so eine Hütte gebaut. So eine Höhle, eine gemütliche, mit Schlammbad davor. Ich meine, was will man mehr? Und hier habe ich auch so einen Ruheplatz gemacht und da ist noch so ein kleiner Seitenruheplatz. Irgendwie dachte ich hier, das sah so ein bisschen nichtssagend aus. Und da habe ich gedacht, na, man könnte hier eigentlich noch einen gemütlichen Ruheplatz machen. Dann können auch die Zuschauer schön gucken, wenn sich da ein Tier ausruht. Und jetzt mache ich mal noch einen Wasserfall. Das finde ich immer so cool. Und ich dachte mir, ich mache den Wasserfall nicht noch mit zum extra Bächlein oder so, sondern einfach hier so runterkommend. So, mal gucken. Einrichtungen. Nee, das ist bei Bau. Bau, Spezialeffekte. Hier, da ist es. Wasserfall Mitte. Wasserfall oben, 10 Meter. Ja. Muss ich mal mir so hin positionieren, dass es irgendwie, dass ich sehen kann, wie es kommt. Möglicherweise muss das hier so stufenweise runterplätschern. Das wäre ja okay. Den hier könnte man ein bisschen verdrehen. So. Und hier, da springt es dann über diese Stufe drüber. Und vielleicht auch noch hier. So. Und da kommen dann Wasserfallmitte-Dinger hin. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit nicht allzu viele Tiere Probleme kriegen. So, hier und hier und hier vielleicht auch. So. Wie sieht das aus? Ja, aber da muss noch ein. Rechts muss noch was. Weil irgendwas muss ja mit dem Wasser passieren, dass da von dem da runterkommt. Und hier muss noch ein Wasserfall oben hin. So, also erstmal. Erstmal machen wir hier das Wasser, das da runterfließt. Und Wasser, was von hier oben runterfließt. Und ein Wasserfall, was sich hier über diesen Stein ergießt. Oi, 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 oi. Ah, Tier ist am Verhungern. Das ist mal wieder nur zu faul zum Essen. Wetten? Aber ich gehe mich da trotzdem gleich drum kümmern. Jetzt kommen hier aber noch die Wasserfall unten Dinger hin. So. Boah. Ich finde das toll, was die einem hier für Möglichkeiten bieten. Und da machen wir vielleicht noch einen kleinen Adlerfarn hin. Weil der freut sich über das, über die viele Flüssigkeit. So. So. Ich habe hier einfach mal das normale Gehege gelassen. Es gibt ja auch so, na gut, da gehen wir jetzt mal hin. Ein Cutter mal wieder, ja. Cutter, wie sieht's aus? Ach, hast du dich hier im Wasser festgebackt, hm?
Das machen die manchmal. Bewegen. So. Gucken wir mal. Na, vielleicht zum normalen Futterplatz. Hier, da kommst du jetzt hin. Und dann futterst du mal. So. Und dann wird jetzt aber gleich ordentlich gefuttert. Nicht weggelaufen und gespielt. Nein, 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 nein. Hier, futtern. Oder ist es auch durstig? Na, ist es vor allem... Vor allem ist es hungrig. Aber es geht saufen. Gehst du jetzt auch futtern? Ich hatte das schon öfters, dass die durstig waren und ich musste sie dann dreimal zur Wasserstelle setzen, bevor sie anfangen zu trinken. Aber jetzt geht es ja hier brav zum Futtern. Es müsste bald besser werden. Ja, die Mahlzeit ist zwar nicht sehr gut, aber das reicht für zufriedenstellendes Versorgtsein. Und dieser Isabelbär, der ist ja eh schon lange ausgezogen, verkauft. Gut, jetzt gehen wir wieder zum Krokodilgehege. So, nee, da geht's nicht lang. Ich habe zwischendrin dann auch mal bei den Tieren überall vorbeigeschaut und noch ein paar gekauft und verkauft. Ach, der schicke Wasserfall. Und wo ist das Krokodil? Ruht sich's aus? Ja, da liegt's. Und jetzt kriegt Vivan noch ein Weibchen. Wie waren denn deine Eckdaten? Mittelprächtig, gut. Tierhandel. Ganges Gavial. Da. Ja, die sollen übrigens schon sehr vom Aussterben bedroht sein. Und eigentlich sind die recht friedlich. Also es sind natürlich schon Krokodile und Fische müssen die auch fürchten, aber für Menschen sind die gar keine Gefahr. Und trotzdem haben die Menschen aber Angst vor denen und darum werden die bekämpft. Na, die hier hat doch halbwegs gute Gene. Ist zwar nicht so langlebig, aber die nehme ich mal. So, fehlgeschlagen. Tja, so ein Pech. Ach, und dann gibt's nur noch diesen teuren. Das hier geht auch. Okay, verlegen. So. Und da müssen wir mit 50 Babys rechnen. Ich hoffe, dass ich die verkrafte. Und die brauchen dann 15 Jahre oder so, um ausgewachsen zu sein. Und dann geht das große Gekämpfe los. Wahrscheinlich ist die Beta dann schon längst vorbei, bis die ausgewachsen sind. Aber vielleicht kriegen wir ja noch mit, wie sie geboren werden. Normalerweise nach meiner Planung wäre dieses hier die letzte Folge von meinen Beta-Aufnahmen. Aber ich will noch so viel tun, noch im Panzernashorngehege bauen und ja, und ich würde auch gerne sehen, wie die Krokos noch Babys kriegen. Und ich habe noch ein paar Tage, das ist jetzt kurz vorm zweiten Wochenende von der Beta und dann gibt's halt einfach ein paar mehr Videos. Vielleicht freut ihr euch ja. Inzwischen ist es ja auch nicht mehr so eintönig, sondern ich bin ja jetzt ein bisschen weitergekommen mit dem Bauen und so. So. Mira. Und, wie gefällt's dir hier? Wir haben hier einen schönen Galan für dich. Ja, gefällt ihr gleich ganz gut. Ja, und sie spielt jetzt gleich mal hier mit dem Wasser. Wir haben auch einen tollen Swimmingpool. Ganz toll. Wie schon gesagt, das Krokodilmännchen, dessen Namen ich vergessen habe, wartet schon auf dich.
macht Geräusche. So. Kann ich gar nicht nachmachen. Klingt schon gefährlich. Aber wie gesagt, für Menschen soll es nicht gefährlich sein. Oh, das Futter ist verdorben. Das ist aber nicht gut. Erstmal ein bisschen schwimmen, da hast du recht. Ich versuche mich mal um das Futter zu kümmern. Hoffe, dass das ausgetauscht wird. Schon wieder ist ein Tier am Verhungern. Tierpfleger zum Gehege suchen. Rufen. Dann gucken wir später nochmal vorbei und kümmern uns jetzt mal um das... Schon wieder so ein Cutter. Die Cutters sind ziemlich verbuggt und die Mandrills auch. Ah, du hängst hier fest. So. Müsste ich irgendwie den Graben neu machen. Hier, dahin. Immerhin kann man die versetzen. Durstig ist es auch. Mehrere Stromquellen versagen. Ja, warum denn das? Schlimm, schlimm. Na, jetzt sieht es gleich schon besser aus. Und holen wir hier noch einen Tierpfleger, der das Futter wieder auffüllt. Und dann gucken wir mal nach den Stromquellen. Mehrere Probleme mit Gebäuden. Das haben sie jetzt gleich mal gruppiert. Okay. Viel Müll vorhanden. Ich habe aber eigentlich schon ziemlich viele Zoopfleger. Naja, wenn ich mal Müll sehe, stelle ich nochmal einen ein. So. Infrastruktur. Strom. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Wahrscheinlich sind die schon repariert worden. Ich habe ja jede Menge Techniker. Ah, da fällt mir ein, ich starte nochmal hier die Forschung. So, oh. Jetzt kann ich noch neue Imbissstände machen. Oh, das läuft noch. So. So. Zuerst war ich ja ziemlich beunruhigt, dass bei mir die Cutters oft in Kisten verpackt werden, ganz spontan oder also irgendwie merkwürdige Sachen machen. Und die Mandrills auch manchmal. Und dann habe ich aber in Let's Plays von anderen mitgekriegt, dass das anderen oft genauso geht. Und jetzt denke ich mir, dann ist es ja in Ordnung. Das ist halt Beta-Version. Ja, habe ich euch gezeigt, dass ich hier bei den Wölfen auch so ein Felsdings mit Wasserfall und kleinem Teich gemacht habe. Manchmal gehen die sogar schwimmen, die Wölfe. Aber jetzt wo gerade nicht. Wie alt sind denn die Kleinen? Na komm. Ups. 0,9. Naja, das geht noch. Hier haben wir schon wieder 3 Meldungen. Gilt das noch? Ja. Anzoom. Okay, du wirst jetzt hier zum Wasser gesetzt. Bewegen. Hier. Da. Trinken. Plopp. Da ist Wasser. Schlürf, schlürf. Ja, sehr schön.
Sehr gut. Wunderbar. Dann fange ich jetzt mal mit dem Panzernashorngehege an. Das kommt ja dann da hinten in die Ecke. Hier, genau. Ja, mache ich da einfach ein Riesengehege hin. Und hier noch so einen kleinen Weg für die Mitarbeiter. Und dahinter kommt dann wieder so ein Mitarbeiterbereich, würde ich sagen. Ja, dann lege ich mal los. Die Bäume, die versetze ich gleich mal. So. Wenn wir die gebrauchen können, können wir die ja später wieder hinpacken. So. Aber wahrscheinlich haben die wieder ihre eigenen Vorstellungen. So. Und jetzt gucken wir mal. Ja, ich denke mal, hier mache ich wie geplant den Mitarbeiterweg lang und hier könnte ich das. Ich stoppe das mal. Zack. Ah, Ruhe. Hier könnte ich das anschließen lassen. Und können die auch schon beim Runtergehen so drüber schauen. Gut. Los geht's. Muss ich noch was gucken? Sicherheitshalber gucke ich noch mal. Panzernashorn. Okay. Fast schon ausgerottet, aber jetzt nur noch gefährdet. Das heißt, sie haben irgendwie einiges geschafft. Aber da gibt es nur wenige Stellen, wo die wohnen. Nepal, Indien und Bhutan. Ja, braucht eine Wasserfläche. Okay, dann muss ich mal schauen, ob ich da wieder so ein Wasserview-Dings mache. Ich glaube nicht, weil hier habe ich jetzt einen Weg. Eventuell könnte man, na, es wird sogar schwierig, da was drüber zu führen. Aber da noch so ein Wasserview-Dings hinzubauen, ist, glaube ich, an dieser Stelle ungünstig. Aber sie kriegen auf jeden Fall ihren kleinen Pool. Ich hoffe, ich denke dran. Und sie brauchen ein Grad 4 Gehege. Okay. Ich hoffe, dass sie dieses hier nicht kaputt machen dann. Aha, die Gästegedanken. Warum bin ich überhaupt in dieses Gehege gekommen? Um die Flusspferde zu sehen? Nun ja. Na, ich glaube, das geht schon so mit Barriere bearbeiten. Und dann mache ich hier jetzt Plus? Nee. Dann mache ich hier Plus. Ja, gut. Normalerweise sind die Nilpferde doch sehr beliebt. Ich fahre jetzt mal hier hoch, damit ich da. Und es gibt sogar ein Nilpferdbaby. So, jetzt machen wir hier eine scharfe Kurve. Und dann geht es wieder gebogen weiter. Ah, die Mauer ist 4 Meter hoch. So, ich gehe mal weiter weg und guck von oben. Dann sehe ich nämlich eher, was ich da treibe. So. Ja, ich mache es wieder mit so ein bisschen Einbuchtungen und so. Es muss ja jetzt auch nicht gar zu gigantisch werden. Ich neige ein bisschen zum gigantischen Gehegebau. Ich
Ich werde Ihnen viel Platz zur Verfügung stellen. Vielleicht nochmal hier so gebogen und jetzt wieder so. So. Und dann lassen wir das hier einschnappen. Okay. So. Na, hat auf jeden Fall eine lustige Form. Jetzt machen wir hier einen Mitarbeiterweg hin. Wege. Mitarbeiter. 4 Meter. So. Den werden wir dann noch mit Bäumen auskleiden. So. Mal gucken. Ich meine, hier könnte man das hinstellen, das Mitarbeiterzentrum. Das kopieren wir uns mal von hier. So. Für die Krokodile habe ich übrigens auch entsprechend Leute angestellt und einen Arbeitsbereich gemacht und alles, was man halt so tun muss. So. So, das passt schon. Okay, wir haben Wege und Anschluss und alles. Machen wir den Zugang vielleicht hier? Nee, das ist noch bei Barrieren. Ja. Und dann weiter Wege. So. Das reicht fürs Erste. Und hier machen wir dann schöne kaschierende Bäume hin, dass es nicht so auffällt. Und hier kommt jetzt Glas hin. Barriere bearbeiten. Und ich habe gelernt, man muss hier einfach nur ziehen, also die Maus gedrückt halten und ziehen, ziehen, ziehen. Das geht viel einfacher als immer wieder neu klicken. Super. Okay. Jetzt brauchen wir das kleine Gewässer. Das machen wir vielleicht hier so hin. Natürlich mit Wasserfall wieder. Irgendwie finde ich, diese Wasserfälle bringen so schön Leben rein. So. So, die Tiere zwar auch, aber es wirkt dann einfach irgendwie, ja, pulsierender, lebendiger. So. So. Und jetzt gucken wir gleich mal, dass es hier irgendwie sanft genug reingeht. Zumindest an vielen Stellen. Es muss ja nicht überall so eine sanfte Weichei-Steigung haben, aber es sollte an mehreren Stellen zugänglich sein. Und dann mache ich da natürlich auch ein bisschen Felsen rum und so. Ich glaube, das reicht schon. Da können sie bestimmt reingehen. Und hier wird dann der Wasserfall reinplätschern. Okay, dann machen wir da jetzt schon mal Wasser rein. Wie wohl aufgewühltes Wasser aussieht. Kann man ja einfach mal gucken. Aber ich denke mal, die Panzernashörner mögen es bestimmt eher ruhig. Ja, leichter Wellengang. Aber ich mach lieber ruhiges Wasser. So. Und dann werden wir sehen, ob ihnen das reicht. Das reicht bestimmt, weil das ist viel. Okay, ich kaufe gleich mal ein Panzernashorn.
Habe ich jetzt drauf geachtet? Habe ich nicht, wie viel wir brauchen? Ah ja. Also das Übliche, am liebsten ein Männchen, ein Weibchen oder nur eins. Ach, wir holen ein Männchen und ein Weibchen, aber erstmal holen wir vielleicht nur eins. So. Und während das dann angeliefert wird, hole ich die Futterschüssel und so weiter. So, dann gucken wir doch mal. Das ist gar nicht so schlecht. Also auch nicht gut, aber... Ja, die teureren sind schlechter. Ich nehme hier die ersten beiden. Kann man die nicht gleichzeitig markieren? Nee, 16 Jahre. Ich glaube, die können deutlich älter werden. Wie ich immer nicht aufpasse. So. Und verlege ich die gleich und dann muss ich wieder rein. So. Da. Dass man dann wieder filtern muss, ist ein wenig lästig. Panzernashorn. So. Oh, jetzt ist das Männchen weg, das ich kaufen wollte. Schockierend. Die sind mir irgendwie zu schlecht und zu teuer, ehrlich gesagt. Dann bleib ich erstmal nur bei dem Weibchen. Ich muss den ja sowieso erst einrichten. Und wenn der dann eingerichtet ist, dann kann ich ja immer noch ein Männchen dazu kaufen. Es dürfte jetzt auch eine Weile dauern, weil ich habe in diesem kleinen Mitarbeiterblock kein Handelszentrum. Aber schon wieder ist eine Netzgiraffe trächtig. Und vielleicht kann ich hier in der Nische eine Unterkunft bauen. Und hier finde ich auch ganz schön, man sieht nicht so unbedingt diesen Mitarbeiterzugang. Und ich werde mir auch überlegen, ob ich das wieder so mit Terrain auskleide. Mal gucken. Aber ich denke fast schon, irgendwie finde ich das cool. So. Ridi, wie schaut's denn aus? Ah, ich wollte hier Futternäpfe. Gibt's sofort. Muss dann aber erst aufgefüllt werden. Ist schon hungrig. Gehege. Panzernashorn. Dup, 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 dup. Ja, hier. Großen Futtertrog. Oder stellen wir... Nee, da kommt der Wasserfall hin. Da muss der Tierpfleger halt ein bisschen laufen. Das wird er schon schaffen. So, und ich hoffe, dass die Wasserleitung bis hierher reicht. So, sonst muss ich das zur Not verschieben. Ich lege hier schon mal so eine Schlafmatte hin, damit wenigstens dafür schon gesorgt ist. Und erstmal lasse ich das Futter auffüllen, bevor ich hier diese Futterspender-Spielsachen reintue. So. Und die Kegel mit denen spielen die irgendwie auch immer alle gerne. So. Und ich denke mal, für den Anfang reicht das. Gut. Dann rufen wir jetzt den Tierpfleger.
Und gucken noch, wo ist denn unser... Das hat sich da in der Ecke versteckt. Naja, es gibt noch nichts Interessantes hier im Angebot. Das Gelände. Ja, stabiler Rückzugsort fehlt. Okay, wir haben fünfmal so viel Grundstück und mehr als zehnmal so viel Wasser, wie benötigt wird. Das ist doch gut. Wir machen ein bisschen mehr kurzes Gras. So, damit das hier alles schon mal besser wird. Ein bisschen mehr Erde. Brauche es auch. Fangen wir gleich mal mit der Erde an. So. Und vielleicht noch da, wo ich das, den Unterschlupf bauen will. So, das ist doch jetzt immerhin schon mal ein Anfang. Wie viele Pflanzen willst denn du? Nicht so viele. Graslandschaft und gemäßigt und Asien. Okay. Graslandschaft und gemäßigt und Asien. Stellen wir gleich schon mal ein paar Bäume hin. Hafenbrotbaum? Ist das wirklich asiatisch? Wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, ich finde ihn immer wieder cool. Bergahorn. Ah, da kommt auch ein Tierpfleger. Vielleicht bringt der ja Essen. So, das ist jetzt immerhin schon mal im grünen Bereich. Ich denke mal, die anderen Pflanzen, die mache ich dann... Ach, ich stelle hier noch so einen netten Kirschblütenbaum hin. Und dann mache ich die anderen Pflanzen, wenn ich das hier richtig ausgestalte. Da kommt das Futter. Und da ist das Panzernashorn auch schon am Wasser. Sehr gut, Tierpflege, hast du gut gemacht. Hat die... Ja, die Wasserquelle hat Wasser. Dann ist es jetzt alles nicht mehr ganz so schlimm. Die Lebensqualität, ja gut. Jetzt könnte ich diese Futterspielzeuge reinstellen, weil es wurde wenigstens schon mal gefüttert. So. Da muss ich natürlich wieder einen Pfleger rufen, der das auffüllen soll. Oder nein? Doch, hier schon. Und, Nashorn, geht's jetzt besser? Hier, Lebensqualität 100%, super gut. Jetzt gucke ich nochmal, ob es überall hinkommt. Schon lange Zeit eingesperrt. Ja, kommt im Prinzip überall hin, wo es wichtig ist. Also hier so ein paar zu steile Stellen, das macht ja nichts. Aber der Rest ist gut. Und keine drohenden Fluchtpunkte, wie mir scheint. Okay, sehr gut. Dann befreie ich mal das schon lange Zeit eingesperrte Tier. Ah ja, die Mandrills mal wieder. Und die Zebras streiten sich. Da muss ich wieder Männchen verkaufen. Okay, ihr kommt hier alle raus. Oh, Sahara ist trächtig. Das Flusspferdbaby ist trächtig. Und die Mutter, die heißt Hippo 3 oder so ähnlich. Sahara, bist du jetzt erwachsen geworden? Das ist das Männchen. Da schwimmt jemand.
Hippe 3. Oh, die kriegt auch bald ein Baby. Wow, super. Sahara. Jawohl, ist ausgewachsen. Liegt jetzt da und nimmt viel Platz weg. Das kleine... Dann kriegen wir also zwei Babys demnächst. Jetzt bald von Hippe 3 und später auch von Sahara. Cool. Cool. Okay. Dann werde ich zwischen dieser und der nächsten Folge dieses Panzernashorngehege verschönern. Und ja, wenn ich es schaffe, mache ich dazu auch ein Speedbuild-Video. Werden wir sehen. Und oh, oh, oh. Unbedingt jetzt sofort Spendendosen. Davon lebt man ja schließlich. So. Und noch so ein Schild. Drehen. Ist das richtig so? Ich glaube ja. Und die Umgebung verziere ich dann auch. Also hier ein paar Pflanzen hin und so. So. Tier steht dem Tode nahe. Ah. Ja, die Mandrills haben die gleichen Probleme wie die Katas. Oh, und Hippe 3 hat einen Nachwuchs zur Welt gebracht. Ich setze den Mandrill mal kurz hier zum Wasser. Ja, das wird bestimmt repariert. Das sollte ich vielleicht nochmal als Bug melden. Aber ich glaube, das haben bestimmt auch schon andere gemeldet. Dass die Affen und Affenartigen oft nicht von selber zum Trinken finden. So. Jetzt. Nashornbaby gucken. Nashorn. Nilpferdbaby. Nilpferdbaby, wo bist du? Die sehen alle ziemlich groß aus. Hm. Schön versteckt. So ist recht. Da ist auch ein großes. Der Höhle. Finde ich ja toll, dass sie das nutzen. Du bist Hippe 03. Okay, die junge Mutter. Da ist es da? Schön versteckt. Ja, Aisha. Ach, wie süß. Ja, willkommen in unserem Zoo. Ihr habt ein schönes, großes Gehege. Na, wie flott es unterwegs ist, mein kleines Nilpferdchen. So, ich guck auch mal, ob unsere Krokodildame schon trächtig ist. Und dann ist aber Schluss mit dieser Folge. Es artet immer so aus bei mir. Aber dieses Spiel gefällt mir einfach so gut. Ich könnte das die ganze Zeit spielen. Ist noch nicht schwanger. Hier kann man... Aktueller Partner. Ah, sie haben es auf jeden Fall schon probiert. Immerhin, das funktioniert schon mal. Dann wird die schon noch schwanger werden. Okay. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.